Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Programmieren in C#. Das letzte Mal haben wir unsere erste Konsolenanwendung geschrieben und die hat eigentlich sehr einfach ausgesehen. Da ist einfach durchgestanden console.writeline, Klammer auf, Hochkomma, dere, hallo, eine Meldung an die Welt, Hochkomma zu, Klammer zu, Strichpunkt. Fertig. Ja. Und auf einmal ist der Text schon in so einem schwarzen Fenster dagestanden, wenn wir das gestartet haben. Aber wie geht das? Ich meine, es muss ja schon ein bisschen mehr passieren, wie es muss ja ins richtige Fenster finden und so weiter. Ja. Warum müssen wir uns um das nicht kümmern? Nun, wir haben eine Bibliothek verwendet, ohne dass wir es mitgekriegt haben eigentlich. Ja. Ohne dass wir es mitgekriegt haben, nämlich die Bibliothek, wo Console drin ist. Das ist Console da, ja, das wir das mir geschrieben haben. Das war ja die Zeile, die wir im Endeffekt gehabt haben. Das ist ein Objekt, heißt das. Das ist ein Objekt in einer Bibliothek. Was ist eine Bibliothek? Bibliothek kann man hingehen. Ja, buckt sich was aus. Kennt ja jeder hoffentlich, ja. Bibliothek mit Büchern und so weiter. Das ist eine Softwarebibliothek. Die hat irgendwer geschrieben, der oder die stellt uns seinen Code zur Verfügung und das war's. Ja, ich kann das verwenden, wenn ich will. Ich muss allerdings, die Bibliothek muss sagen, ich verwende dieses Buch oder diese Bibliothek heißt es dort auch, ja, ich verwende diese Bibliothek und verwende die in meinem Projekt. Ja. Und dieses Console ist eben Teil einer so einer Bibliothek und diese Bibliothek heißt System. Die Bibliothek heißt System, da ist halt das Objekt Console drin programmiert. Und dieses Console-Objekt hat eine Methode, eine unter anderem Methode, das ist die WriteLine-Methode, das ist eine sogenannte Methode. Die hat jetzt wirklich wer programmiert, das ist eine Methode des Objekts. Die hat jetzt wirklich wer programmiert und diese Methode erwartet eben einen Übergabeparameter, das ist das da hinten. Ja, das ist der Übergabeparameter. In diesem Fall eine Zeichenkette. Ja, diese Zeichenkette wird eben unter doppelte Anführungszeichen gesetzt. So schaut das aus. So, jetzt ist uns ein bisschen was klar. Also irgendwer hat ein Objekt geschrieben, das heißt Konsole. Ja. Irgendwer hat da drin die Methode WriteLine programmiert. Wir haben auch eine andere Methode ja verwendet, nämlich das Einlesen. Ja. Das ist eine zweite Methode dieses Objekts. Also ein Objekt hat verschiedene Methoden. Und diese Methode des Objekts bedient halt einen Übergabeparameter und den habe ich angegeben. Und auf einmal steht das da. Was noch nicht ganz klar ist, finde ich, wir haben ja gar nichts geschrieben. Wo kommt denn die Bibliothek System her? Eigentlich, um bekannt zu geben, welche Bibliotheken man verwendet, ja, muss man eine Using-Anweisung machen. Ja. Also es gibt einen ganzen Katalog an Bibliotheken. Using Anweisung.
verwendet. Also eigentlich hätte ich schreiben müssen, using System. Eigentlich. Ja? Habe ich aber nicht. Ja? Und trotzdem geht's. Das ist, weil das .NET SDK, Software Developers Kit heißt das, SDK, in der Version 6.0 implizite Using-Anweisungen unterstützt oder bietet. Ja? Also das .NET SDK in Version 6 bietet implizite Using-Anweisungen. Welche das sind, das hängt von dem Projekttyp ab. Wir haben bei der Konsolen-App, wir haben eine Konsolen-App gesagt, wir machen eine Konsolen-App. Ja, dort ist zum Beispiel Konsolen-App sind folgende Bibliotheken standardmäßig drinnen. Ja, das ist das System. Dann haben wir System.io. Dann haben wir System.collections. .generic. Dann haben wir System.link. Dann haben wir system.net.http. Das klingt jetzt alles ganz arg. Ja. Diese Bibliotheken müssen wir nicht verwenden, aber wir können sie verwenden, ohne eine Using-Anweisung zu vermachen. Ja. Dann haben wir System.threading und dann haben wir noch System.threading.tasks. Das ist das, der Konsolen-App, implizite Using-Anweisung. Ja, das ist das, wo Microsoft annimmt, wenn man Konsolen-App nimmt, dann haben wir die herin. Ja, dann verwenden wir diese impliziten Using-Anweisungen und passt. Ja, das macht es einerseits einfacher, weil ich mich nicht drum kümmern muss. Ja, andererseits, wenn ich das jetzt nicht erklärt hätte, würde man glauben, das ist halt einfach eingebaut. Aber es ist nicht eingebaut, es hat wer programmiert für uns. Das hat wir irgendwie programmiert. Wir verwenden eine sogenannte Bibliothek. Wir programmieren übrigens auch kein Programm, sondern wir programmieren eigentlich auch ein Objekt. Aber dazu später mehr über die Objekte und Methoden und so weiter. Da werden wir sich nur eine Zeit lang damit beschäftigen. Für uns ist jetzt einmal ein Name. Okay? Name. Ja, weil ich das nicht will, dieses implizite Using, weil ich sage, naja, okay, es ist zwar nett, dass es implizit ist, aber irgendwie macht es das Ganze undurchsichtig, meiner Ansicht nach. Ja. Dann kann man das ausschalten. Ja. Kann ausgeschaltet werden. Und zwar haben wir das letzte Mal ja auch gesehen, da hat es diese so komische mit Klammern auf, mit eckige Klammern auf und so weiter gegeben. Und wir können dort schreiben implicit usings, so heißt es, ein bisschen aufschreiben da, dann machen wir disable.
Und da machen wir Schrägstrich, gell? Implicit Usings. Das XML heißt es. Ja. Standard Markup Language, den mit diesem Soft, mit diesem Switch, ja, wenn wir den in die richtige Stelle hinschreiben, dann tragen wir das praktisch die implizite Usings ab, ja, und dann müssen wir wieder ein Using für uns schreiben. Ja. Also das schauen wir sich vielleicht nochmal an am Computer. Ja. Geht rüber. So, also, das war das Programm ja das letzte Mal, was wir geschrieben haben. Ja. Also Console-WriteLine, Server sollte miteinander, Console-ReadLine, das ist eine zweite Methode dieser Konsole, dieses Konsolen-Ding, Objekt. Und das haben wir aber gemacht, dass wir nochmal Enter drücken müssen. Ja. So, jetzt hat das funktioniert, weil ich das gestartet habe, dann hat das so ausgesehen, Server soll miteinander Enter drücken oder irgendwas eingeben, passt. Ja. So hat das funktioniert. Funktioniert einfach. Und wenn ich da drüben in diesem Projekt-Tree dann auf Heinz Konsole gehe, dann sehen wir, Implicit Usings is enabled. Und weil ich das noch jetzt schreibe, disable, dann schauen wir, was dann passiert. Play. Erstellen wird gestartet. Die impliziten Usings sind jetzt abgeschaltet. Ja? Und da unten steht Fehler. Ja? Puh. Warum? Wir haben kein Using. Ja? Jetzt sagt er, es kommt eine Meldung, Fehler beim Erstellen, möchten Sie den Vorgang fortsetzen mit dem letzten erfolgreichen Bild, also mit der vorigen Version? Sage ich, nein, aber das interessiert mich jetzt aber wirklich nicht, weil ich möchte nicht das alte Programm. Und da unten kommt jetzt eine Fehlermeldung, der Name Konsole ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden. Da, Konsole, kennt auf einmal nicht mehr. Da, schau, unter Well. Was ist Konsole? Ja. Warum? Weil wir ja nicht mehr die Bibliothek eingebunden haben. Und jetzt probieren wir das aus, ob das wirklich funktioniert. Wenn wir da einfach Using hinschreiben. Ja, Using System. Passt. Probieren wir nochmal. Geht wieder. Jetzt habe ich explizit sagen müssen, ich verwende System, ja, weil ich die impliziten Usings abgedreht habe. Ich mache es jetzt einfach so, ja, jetzt habe ich das erklärt, jetzt lösche ich das weg. Bug, ja, schreibe da Enable hin. Probiere das nochmal aus, ob ich das übersetzen kann, funktioniert, passt, fertig. Wieder schauen. Ja. Ich bin glücklich mit den impliziten Usings. Gut, jetzt wissen wir also, wie das funktioniert, ja, dass wir da eigentlich Sachen von einer Bibliothek aufrufen und so weiter. Das nächste Mal schauen wir sie an, ein bisschen mehr. Ja, da programmieren wir etwas mehr da rein. Da schauen wir uns zum Beispiel auch eine Variable an. Eine Variable. Was das ist und wir das nächste Mal ein bisschen erklären. Okay? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.